Er findet die Musik super, ja, die ist ganz cool, das stimmt wohl. Und er singt immer mit. Sehr Wollte schön. singen. Ja, die Musik ist auch schön, gefällt mir auch. Auch die im Hauptmenü spielt oder so. Ist echt ziemlich catchy. Sehr schön. So, wir sind wieder zurück im Field of Glory 2 Medieval in unserer ersten Runde mit und gegen Jan. Let's Play History. Hallo, hallo. So, dann schauen wir noch mal an, was passiert ist. Genau. Für die, die jetzt neu reinkommen in die Runde oder so auf YouTube, das ist quasi der Zug von Jan, den er jetzt macht, den ich hier euch mit zeige. Da könnt ihr gleich sehen, wie er sich unsere Züge anschaut, also unsere letzte Bewegung. Und dann darf er gleich ran. Okay, Terö, da sind wir wieder dran. Wie sieht es denn hier aus? 41, 27. Da machen wir noch den zuerst. 1-1. 1-1. Ja. Schiedlich, friedlich, unentschieden. So viel Wenn wir im dazu. Fußball So, dann werde sagen. ich jetzt mal den Beschuss auf deine Ritter einleiten, auch wenn ich mich hier drehen muss. Es sind nur zwei Felder weit weg. Und auf diese berittenen Armbrustschützen, die da vor mir stehen. Mich zum Glück nicht erreichen können. Oh, das Da ist haben die geschwächt. geschwächt. Skandal. Das heißt aber, also ich hätte jetzt auch keine Einheit, aber ich kann sie auch durch Beschuss diese Runde nicht noch weiter runterbringen. Also nicht zermürben. Könnte jetzt da reinlaufen, aber dann werden die wegrennen. Das tut, glaube ich, nicht Not. Ich werde mal versuchen, meine Kavallerie hier außen ein bisschen rumzubringen. So gut es geht. Und die werden ja sowieso alle ausweichen hier. Einzige, was wir hier machen können, ist mal die dahin stellen, damit du nicht direkt die Irregulären mit denen angreifen kannst. Und hier nochmal eine Kontrollzone auf dieses Feld zu legen. Jawohl. Okay. Ja, die sind jetzt alle noch auf Langdistanz, ne? Ja. Da sehen wir hier auch im erweiterten Tooltip, Langdistanz nur 56 Bogenspitzen aus dieser Einheit von 252 Mann können effektiv dich erreichen. Und du bist geschützt, das zieht mir 24% Schaden ab. Aber ich habe mich nicht bewegt. Aber ich werde meine Munition aufsparen. Ich werde da nicht schießen. Stattdessen werde ich mir irgendwie überlegen, wie ich hier drüben mal ein bisschen Fernkampfkraft projizieren kann. Wenn ihr da seid, könnt ihr da noch drehen? Leider nicht. Schauen wir mal, ob das gelingt. Ist alles jetzt auch weit weg. Macht entsprechend wenig Schaden, die werde ich auch mal umlenken. Also Glaube ich auch. Positionierung der Einheiten ist somit also wirklich Schlüssel, ne? Weil du damit auch steuerst mehr oder weniger A, wie viel Schaden die Fernkampfeinheiten machen und B, wann sie wie feuern können. Das ist ja Genau, auch ja. interessant. Okay. Ach komm, dann versuchen wir das hier auch nochmal. Kontakt. 1-1. Jetzt muss ich mal eben schauen, wie weit bist du denn von mir weg? Du hast 16 AP, 1, 2, 3, 4, das heißt, du kannst mich nicht erreichen, kann also problemlos zurückfallen. Wenn ich jetzt in deiner Reichweite wäre, hätte ich nämlich einen Moraltest machen Ah, müssen. das wollte ich mich gerade fragen. Die machen jetzt keinen Moraltest deswegen, ne? Okay. Genau, ja. Reichweite heißt innerhalb von 3 oder 4 Feldern. Das wären jetzt hier 4 Felder geradeaus, weil deine Einheit 16 AP hat und ein Feld geradeaus kostet 4 Aktionspunkte, also kannst du 4 Felder weit gehen. Okay. Genau. Die Alles Ritter zum klar. Beispiel haben nur 12, die gehen dann 3. Schräg zu gehen kostet 6. Also nur 2 maximal, alles klar. Okay, dann dürfte Jut, es das jut, jut, gewesen sein. Mit jut, denen wollte ich nicht feuern. Mit B kann man durchchecken, ob Einheiten noch feuern könnten auf Gegner. Alles klar. Aber darauf verzichte ich. So, dann geht's wieder rüber. Gut, dann gehen wir mal wieder auf meine Ansicht und in den Zug. Bin ich mal gespannt.
wie wir das jetzt regeln wollen. Ja, Butterblümchen schreibt gerade auch, das Spiel sieht zwar ganz nett aus und einfach auf den ersten Blick, aber man kann sich ziemlich schachartig da reindenken, wenn man das will. Mhm. Absolut, ne? Also, das ist halt wirklich, man kann allein schon durch die Aufstellung ja sehr viel schon mal vorab einleiten, ne? Wenn man das möchte und wenn man weiß, wie. Genau. Aber deine Aufstellung ist gar nicht so schlecht. Also du hast da links von den Rittern sind da sehr viele unerfahrene Speerträger. Ja. Heißt, die würden auch Moraltests nicht so richtig gut standhalten. Allerdings kann ich sie aufgrund der Ritter nicht erreichen. Ne? Und über das Feld reiten. Ja. Weil meine Einheiten das nicht zulassen. Die würden denen nicht standhalten können. Mhm. Das gilt hier auch alles als offenes Gelände. Ja, trotz der Bäume. Und Straßen und so, ja, das ist mehr. Okay, das ist halt Deko. Nur Deko, alles klar. Ja, so, hier drüben haben wir so einen friedlich-schiedlich-unentschieden Kampf. Reguläre Fußtruppen. So, der flankiert hinten rein. Das ist auch schon mal klar. Der easy kann to learn, hard to master, genau. Ja, auf jeden Fall. Vor allem gegen menschliche Spieler, ja. Wie lang dauert normalerweise eine Schlacht? Oh, schwer zu sagen. Kommt drauf an, wie die Leute auch spielen, ne? Also, sehr unterschiedlich wegen Karten und Aufbau der Armeen. Also, da sind schon viele Faktoren drin, die das gar nicht so leicht, glaube ich, beantworten lassen. Ich habe zum Beispiel gegen Richard York neulich ein paar Partien gespielt. Da waren welche dabei, die waren nach 9 Runden zu Ende. Mhm. Also es kann auch mal ganz schnell gehen. Mhm. Und zum Teil sind die sogar über die Langdistanz gegangen, also über die 60%. Mhm. Das ist dann schon hart, wenn man das nach 19, 9 oder 10 Runden hat. Ja. Standgehalten. Schade. Safe Gott standgehalten. Ich muss mal den Spielsound bei mir anpassen. Moment mal. Er ist ein Stück zu laut. So, jetzt höre ich auch wieder was. Abseits von hornbetäubendem Lärm. So, jetzt sind auch unsere Chancen leicht besser geworden hier gegen die Einheit. Das wird uns dann auch farblich angezeigt. Ah ja, okay, die abgesessene Kavallerie hat quasi Bögen und Schwert, ne? Alles klar. Okay. Guti, 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 die werden dann feuern. Was machen wir mit dem? Gegen die leichten Bogenschützen? Wie ist denn das, wenn jetzt die Ritter gegen die Bogenschützen kämpfen, werden die ausweichen können dort oder sind die blockiert? Die werden ausweichen, ja. Die werden ausweichen, die werden ausweichen, ne? Die werden auch einfach durch die Einheit hinter ihnen durchgehen. Ja. Ja, dann ist es so ein bisschen zufallsabhängig, ob du die angreifst. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du direkt die Irregulären dann noch angreifst. Und die könnten aber nicht durch schwere Fußtruppen. Also bei mir zum Beispiel, die Bogenschützen könnten jetzt nicht durch die abgesessenen Ritter hindurchrücken beim Rückzug. Nur wenn es leichte sind. Nur wenn es dann leichte sie, sind. Sonst ist es egal. Also Hauptsache, sie stehen irgendwie gerade zu der Einheit. Leicht heißt, woran sehe ich das genau? Also durch. Sie würden dann leichte Bogenschützen oder so heißen. Und es wäre nur eine Reihe an Männchen. Die sind ja doppelte Reihen, das sind quasi ja sehr viele Bogenschützen. Ah, okay, das können also nur die Leichten machen. Jetzt, okay, genau. Das hatte ich jetzt falsch verstanden, ja. Ich dachte nur, die Einheit, die dahinter steht, wäre ausschlaggebend, aber ausschlaggebend ist, wie die Einheit selber aufgestellt ist. Ah, okay. Ja. Gut, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, und die Einheit dahinter darf nicht im Nahkampf sein und so weiter, aber der Typ der Einheit ist egal. Alles klar, okay. So, was machen wir mit dem Ritter hier? Bogenschützen angreifen bringt ja wenig. Die sind, ja.
dann ist man halt hier in der Flanke drin, ne? Ja, das ist die Frage dann, wie weit deine Ritter hinterhergehen, ne? Also die generelle Verfolgung funktioniert so, dass man seine vollständigen Bewegungspunkte dafür aufwenden kann, plus minus 4 Punkte. Mhm. Das wird ausgewürfelt. Ah, okay. Ihre Einheit kann keinen Angriff auf diese Kavallerie durchführen, durch die Kontrollzone der gepanzerten Kavallerie daneben. Deswegen hast du die auch dahingestellt, wegen der Kontrollzone, genau. Ne? Ah ja, okay. Ja. Interessant, okay. Und dann greifen wir die halt mal an. Siehst du jetzt, diese roten Felder sind halt diese primären. Okay, genau. Die sind jetzt so ein Stück weit ausgewichen, dafür stehen die dann hier hinten halt drin. Mhm. Okay, alles klar. Interessant, interessant. Die kommen hier hin. So, was machen wir mit euch? Die haben wie viel Munition? Woran sehe ich das nochmal? Moment mal kurz. Munition für vier Runden. Okay, vier Runden, fünf Runden bei den Bögen. Die haben ein bisschen mehr. Die anderen, ich glaube, mit der mittleren Einheit hattest du einmal schon geschossen. Ja, stimmt. So, jetzt rücke ich mit denen. Ach, das ist unebenes Gelände. Was war das denn nochmal? Das hatte ja auch irgendeinen... Genau, schwere Fußtruppen und Kavallerie werden dadurch in Unordnung versetzt. Ja. Wodurch sie deutliche Abzüge bekommen. Mhm. Das betrifft die Armbrustschützen jetzt aber nicht, zum Beispiel. Oder generell mittlere Infanterie würde da nicht von betroffen sein. Mhm. Und Gelände funktioniert so, also wenn du jetzt da mit einer schweren Einheit drinstehen würdest, die halt ungeordnet wäre und raus eine Einheit angreifen würdest, würdest du die Nachteile erleiden. Mhm. Wenn ich da mit einer mittleren Einheit drinstehen würde und du würdest mit einer schweren Einheit hinein angreifen, würdest du es auch erleiden. Okay, das ist ja interessant. Aber für Fernkämpfe spielt das wahrscheinlich aus dem Feld heraus erstmal keine Rolle, oder? Nee, nein, okay. Nein. Weil wenn ich jetzt sage, die Armbrustschützen stehen da drin und feuern zwei Reihen weiter, dann ist das quasi unbeeindruckt davon. Mhm. Genau. Unbeeinflusst davon, okay. Alles klar. So, die sind natürlich hier sehr weit weg. Genau, da war die Frage, will man das nicht, weil das ja nur leichte sind, die schweren sind aber weit weg. Könnte man dann überlegen, ob man das macht oder nicht. Schießen auf halber Schussbereich, Langdistanz, Langdistanz. Und die sind teilweise gepanzert, deswegen nehmen die auch generell weniger Schaden wahrscheinlich von Bögen, ne? Mhm. Genau. Das heißt, also Armbrustschützen wären da zum Beispiel effizienter, aber die haben auch eine Langdistanz. Genau, daran kann man die Zahlen ganz gut ablesen, finde ich. Das ist schon mal ganz cool. Okay, ziehen jetzt einfach mal nach vorne hier. Die haben zum Beispiel 4 bis 12 sogar. 4 bis 16 auf die. Massierte Bogenschützen klingt auch irgendwie nice. Massierte Bogenschützen. Aus dem Massagesalon. So. Okay, was haben die denn? Durchschnitt ungeschützt. Bögen. Okay, sind aber auch weit weg. Kriegen die. Die PS sind gerade nicht so gut. Ja, Philipp, dann vielleicht zu Twitch rüberwechseln. Und über den Multistream einfach die Perspektive wechseln zum Tastenhauer. Mhm. Wie machen wir das denn am besten? Ich bin unentschieden, dass man da am besten angreift. Also du sagtest ja schon, ist immer die Frage, ob man die Leichten angreifen will. Mhm. Weil die ja sowieso immer ausweichen und so schwach sind, ne? Andererseits stehen die anderen halt weiter weg. Deswegen, ja, ist das eigentlich relativ. Chipmunk schreibt gerade, dass er die KI auch auf mittlerer Schwierigkeit schon knackig findet. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt im Medieval, ich meine, die wird sich ja nicht geändert haben, aber nur in der Kampagne gegen KI gespielt, in der Nevsky-Kampagne. In Field of Glory 2 habe ich ein einziges Mal die höchste Schwierigkeitsstufe besiegt.
Das werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder schaffen. Da hat das Gelände mir ein bisschen in die Karten gespielt. Mhm. Weil, also die Einheiten bekommen halt, also die werden halt einfach besser, ne? Die kriegen höhere Qualität und ja. Ja, das ist der Unterschied. Also die halten deutlich länger Stand und ja. So. Gucken wir mal. Wir ziehen die jetzt einfach mal brav nach vorne hier. Die waren schon gezogen worden. So. Irreguläre, leichte Bogenschützen. Die können hier... Ja, dann haben die aber nur noch 4 Punkte übrig. Wie viel brauchen die denn zum Schießen? Brauchen die auch AP oder wie war das? Sie können auf die Einheit generell nicht schießen, weil die schon im Nahkampf ist. Also ah, okay. Wird sie damit auch auf die eigenen Einheiten schießen würden. Ach so, das wird dann, ja genau, das war glaube ich bei Field of Glory 2 auch schon so, ne? Ich bin richtig im Sinne. Genau. Das ging ja dann auch nicht. Und ich glaube, das Schießen verbraucht dann einfach alle restlichen AP, die man hat. 16. 4 brauchst du für jedes offene Feld, ne? Wenn du jetzt 16 hast, genau. 4, ja. 8. 12, 16 kämpfst du hier hin. Alles klar. Okay. Ist die Frage, wohin man mit denen dann ziehen möchte. Was ist das überhaupt für eine Geschichte? Ein Unentschieden. Was auch sonst. 1 gegen 2, naja. Das ist dann... Ja, das ist jetzt einfach ein Abnutzungskampf. Sie haben jetzt beide die gleichen Waffen, dann stehen jetzt nur die Schwerter da. So. Wenn ich dir zurückfallen lasse, gibt's eine Probe, weil du hier stehst, ne? Das heißt... Ja, gibt es. Steht hier. Könnte zu Zusammenhaltprobe führen, sagt er. Okay. Ja. Warum auch nicht... Aber die Frage ist, willst du deine Ritter gegen die leichte Kavallerie ein? Also ja, die Frage ist ja, du wirst ja mit denen dann irgendwann hinten hinter die Speerträger kommen wollen. Gehe ich mal stark von aus. Da muss ich ja sowieso irgendwas gegen tun, weil sonst machen die das halt automatisch, ne? Ich kann natürlich auch nach vorne preschen und es ignorieren, aber dann tue ich mir, glaube ich, keinen Gefallen mit. Mittelfristig. Also ich sag mal, die leichte Kavallerie ist jetzt nicht so effektiv. Also es müsste schon ein sehr glücklicher Würfelwurf sein, dass sie den Ansturm gewinnen würde. Ich meine, sie hat diese leichten Speere halt, das ist im Kontakt ja relevant, aber... Ja. Halt die Frage, wie man die dann, ob man die committen will, ne? Genau. Und zumal, wenn du dann die Ritter, also wenn die Ritter sich darum kümmern würden, die Ritter haben wie viel? 12 Punkte oder was? Und die leichte Reiterei halt 20. Also die reitet halt einfach weg dann. Okay, die reiten dann weg, weil die so viele AP haben, ne? Ja. Bisschen ratlos. Aus Unwissenheit, muss ich ganz ehrlich sagen, wie zu verfahren ist. Naja, also diese Bogenschützen, die da jetzt bei mir stehen, oder generell alle meine Fußtruppen, sind ja sehr anfällig. Ja. Das Einzige ist, du kannst die jetzt in dieser Runde noch nicht direkt erreichen. Das heißt, richtig, du musst dann eine Runde nochmal Beschuss in Kauf nehmen müssen. Die Frage, ob du das jetzt machen möchtest oder nicht. Ja. Und meine Kavallerie ist auch noch ziemlich weit weg. Also selbst wenn meine Fußtruppen da irgendwie ein, zwei Runden standhalten, wird meine Kavallerie noch nicht in der Lage sein, in deine Flanke zu kommen. Was der einzige Weg eigentlich ist, für mich deine Ritter zu brechen. Ja, das stimmt, das ist wohl wahr. Und Flankenangriffe sind halt so, die angreifende Einheit muss ihre Bewegung quasi auf der Querachse der verteidigenden Einheit oder dahinter begonnen haben. Sonst zählt das nicht als Flankenangriff. Und wenn das stattfindet... Okay, das ist ja kompliziert, Ja, wenn das stattfindet, dann ist es so, dass
Bei Infanterie würde jetzt eigentlich nichts weiter passieren. Also das würde einen kleinen Modifikator geben. Das aber eigentlich Relevante ist, wenn ich jetzt mit meiner Kavallerie das schaffen würde gegen deine Ritter, würden sie automatisch eine Moralstufe verlieren. Mhm. Na gut, okay. So, Philipp schreibt, es geht hier auch nicht flüssiger. Ja, das liegt am Discord-Stream. Ich hatte ja gesagt, warte, ich poste dir den Link nochmal. Wenn du hier rüber zuschaust, kannst du auch direkt live beim Tastenhauer zu gucken oder selber manuell hin und her schalten. Das ist ja jetzt so, also das Spiel ist halt Play by E-Mail, in Anführungszeichen, mhm. Im Server zwar, aber das heißt, ich mache meinen Zug, lade den hoch und dann lädt der Tastenhauer sozusagen den Zug runter und macht dann seinen Zug. Und wir haben das jetzt so eingerichtet, dass wir quasi einen Livestream über Discord parallel laufen haben, damit im Stream, wer das möchte und wenn die Qualität es zulässt, einfach weiterschauen kann. Ansonsten kann man halt über Multistream rüber. Wie lange machen wir heute? Ja, mal gucken, wie lange die Schlacht so dauert und ob wir da noch was hinterher machen oder so. Mal gucken. Wir haben einfach jetzt gar nicht so richtig abgesprochen bislang. Wie lange ihr wollt oder wir wollen. Genau. Da haben wir noch nichts Genaues zu gesagt. So, wir müssen diesen Kampf durchführen. Da kommt nichts. Oh, sie haben sich zurückfallen lassen. Ah, interessant. Die leichten Reiter. Ja, das machen sie natürlich auch gerne. Zum Glück haben sie aber standgehalten. Sie haben den Kampf ja nämlich verloren, was durch diese rote Zahl angezeigt wurde. Mhm. Sie hätten direkt schon Moral verlieren können dadurch. Ah ja, okay. So, der Kampf folgt hier. 1-1. Okay. Oh, leichte Nomadenreiter haben ihren Job ganz gut gemacht. So, die können nicht mehr. Da haben wir noch Bewegungsmöglichkeit. Ja, Zusammenhaltprobe. Da haben wir die Briten in Armbrustschützen, die leider schon geschwächt sind. Ja, dadurch schießen sie auch ein bisschen weniger effektiv. Genau, das sieht man hier. Es sind nur 6 irgendwie jetzt geworden. Genau. Und die wurden geschwächt durch den Fernkampf? Ja. Okay, gab es das bei Field of Glory 2 bei dem antiken Ableger auch schon? Dass Fernkampfeinheiten andere Fernkampfeinheiten schwächen konnten? Das war mir nicht mehr bewusst, aber okay. Also generell kann Fernkampf andere Einheiten schwächen. Das kann auch bei Infanterie funktionieren. Hier wäre es halt ein bisschen schwieriger, weil deine Infanteristen eigentlich alle geschützt sind zumindest. Ja. Genau, aber wenn eine Einheit innerhalb einer Runde durch Beschuss einen bestimmten, ich weiß jetzt nicht, wie viele, wie groß der Anteil sein muss, aber einen bestimmten Anteil an Männern verliert, muss sie einen Test machen. Okay. Und das geht aber, wie gesagt, nur ein einziges Mal pro Runde. Also ich kann das nicht in einer Runde komplett vom Feld schießen, sondern Die werden dann geschwächt und dann vielleicht in der nächsten Runde dann zermürbt oder so. Alles klar. So, ich beende mal meinen Zug. Ich bin soweit, nach langer, langer Zeit. So, Orko dreht eine Runde, mach's gut. Philipp Buchal sagt, aha, besser, hallo, herzlich willkommen. Und Sir Goldi lässt ein Follow da, auch dir ein herzliches Willkommen. So, ich muss umstellen, damit der Jan wieder da ist. Damit ihr den wieder seht. Ich bin mal gespannt, also voraussichtlich, ich kann es ja schon mal ankündigen, voraussichtlich am 12. nächsten Freitag werde ich so einen Stream auch mit Richard York machen. Das Ganze wird dann natürlich irgendwie in England stattfinden. Der doch deutlich mehr Erfahrung hat in diesem, überhaupt in Field of Glory. Ja. Und ja, werden wir auch so offen halt drüber sprechen, was man da so machen kann und nicht machen kann. Und wird, glaube ich, ganz spannend werden. Ja, cool. 12. sagtest du? Genau, ja. Ich habe jetzt eine endgültige Bestätigung dafür noch nicht, aber das steht im Raum so. Ja. Alles klar, nächste Woche Freitag. Cool. Werde ich mir mal vormerken. So. Ja, genau, der Discord-Stream, wenn man jetzt keinen Discord-Nitro hat oder so, dann kann man nur bis zu 720p. Schreibt Jan 8105. Hallo, schön, dass du auch da bist übrigens. Und ich habe den Hoffenheim-Frankfurt-Tipp richtig gehabt. Ja, das ist schön. Dass ich auch mal einen Tipp richtig habe, das ist auch mal cool. So, das ist jetzt eine interessante Situation hier mit den Rittern. Die jetzt dazwischen gelaufen sind, ne? Mittendrin stehen, ja. Mittendrin stand nur dabei. Das heißt, ich könnte mich jetzt hier rüber drehen. Ich mache das jetzt mal spaßenshalber. Und hätte die in der Kontrollzone. Aber sie können hier unten, könnten sie wegreiten. Das würde sie nicht aufhalten. Ich weiß gar nicht.
Sie müssten die, glaube ich, auch erreichen können. Also wenn ich die jetzt einfach umdrehe, könntest du die angreifen, dann werden die wieder wegreiten und dann bringt mir das da oben gar nichts. Also ich muss irgendwie hinbekommen, dass deine Einheit stehen bleibt, also meine Einheit stehen bleibt und damit deine bindet und dann die Kavallerie in die Flanke bringen, sonst bringt mir das überhaupt nichts. Okay. Ich glaube, dann werde ich eher versuchen, irgendwie hier die Reise über die Flügel zu unternehmen. Ja, ist dann ein bisschen gepokert, ne? Also wer ist dann schneller damit? Bist du schneller hinter mir oder bin ich schneller bei dir? Man weiß es nicht. Peaks. Oh, Zermürbung. Lucky. Doppeldrop. Ja, das war... Alles klar. Aber die haben leider keine Aktionspunkte mehr. Die könnten die nämlich jetzt stellen, weil sie einmal ausgewichen sind schon. Ah, okay. Aber dadurch, dass du alle verbraucht hast, geht das nicht mehr. Habe ich quasi Glück im Unglück gehabt. Ich habe quasi nicht das totale Unglück mitgenommen, nur das halbe für die Einheit. So. Auch zermürbt. Jetzt würde ich mal die Langdistanz in Kauf nehmen, um die Ritter ein bisschen zu schwächen. Ja, und nochmal droppen kann ich sie nicht. Das Einzige, was ich jetzt erreichen kann, das wird aber wahrscheinlich noch nicht der Fall sein. Wie viele haben sie verloren? 41 Mann. Nee, das passiert noch nicht. Aber sehr oft den Autobreak zu bringen. Ich glaube, dann gehe ich einfach mal vor und werde hier Counterfeuer einleiten. Mhm. Ja, die mussten auch schon testen. Haben da aber standgehalten. Hat das einen Grund, dass sie so viel Schaden auf eine lange Distanz machen? Deine Einheiten, deine Bogenschützen da, diese roten? Das liegt jetzt hier daran, dass deine Bogenschützen ungeschützt sind. Okay, und wie wird das ermittelt, dass ungeschützt? Teilweise gepanzert sind. Ja, das ist einfach sozusagen ihre Eigenschaft, ne? Also die Armbrustschützen sind geschützt zum Beispiel. Also Kettenhemden und Helme oder so. Ach so ist das gemeint, also Rüstungsschutz. Ah, okay. Mhm, genau. Alles klar. So, ja, hier drüben ist es jetzt echt ein bisschen problematisch. Ich muss jetzt hier versuchen, die Ritter ein bisschen runterzubringen. Das Problem ist, hier ist ein General drin. Das heißt, sie haben auf jedem Moraltest auch noch einen Bonus. Das reicht aber also die machen nicht. Aber ja, die machen ja ganz schön krass Schaden, ne? Also die Bogenschützen da. Auf die Distanz ja, dann auch? Weil sie jetzt nicht so weit weg sind hier. Ah, okay, ja gut. Hier war es jetzt schon Langdistanz, aber hier nicht. Und sie haben sich halt nicht bewegt vorher und so weiter. Okay. Muss man quasi eine Runde in Kauf nehmen, sowas? Unentschieden. Ja, das weiß ich, Kutulinchen, dass ich die Kapazitäten mehr anzeigen lassen kann, etc. Es ist halt immer ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde grundsätzlich, kann ich ja auch schon mal sagen. Also bei Field of Glory, die Informationsanzeige ist so mini klein, ich tue mich immer schwer, Informationen zu finden und abzulesen, weil das so mini, mini klein angezeigt wird. Das finde ich extrem anstrengend, wenn man die ganze Zeit über diesen Bildschirm da hockt, also Einheiten, Detailbildschirm etc. Und dann irgendwie sieht, ungepanzert, ja, sie sind wie geschützt, wo steht das nochmal? Dann sucht man und das ist so ein bisschen so... Das zieht sich halt dann so ein bisschen hin, das fühlt sich irgendwie komisch an. Genau, was du machen könntest, wäre mit Steuerung und dann draufklicken. Dann wird hier dieses Infopanel... Ah, okay, dann wird das vergrößert angezeigt. Alles, steht. Alles klar. Genau, dann kannst du das alles durchlesen. Siehst du auch, okay, wie weit sind die Distanzen? Hier, Wirkung auf Langdistanz zum Beispiel halbiert. Ja, okay. Und dann hier das Interessante bei den Armbrustschützen eben, sie schießen langsamer als Bögen, das heißt, naja, wie soll man das übersetzen in die Spielmechanik, wenn das Ziel nicht gepanzert wäre, würden die Bogenschützen halt mehr Schaden machen, weil sie schneller schießen. Okay. Aber hier bei den Armbrustschützen, die Wirkung durch gegnerische Panzerung wird weniger verringert. Okay, also gleicht sich das so ein bisschen damit aus. Das heißt also, Armbrustschützen gegen ungepanzerte Gegner ist ziemlich schwach, gegen gepanzerte ganz in Ordnung. Okay. Genau. Ja. Ah, das ist verständlich. Okay. Ja, und dann könnte man sich, wenn man das wollte, halt diese ganzen Vorteilspunkte irgendwie hier zusammenrechnen und so weiter. Genau. Man kann aber auch in den Einstellungen erweiterte Tooltips sich noch anzeigen lassen. Ach so, das muss man wahrscheinlich einstellen dann, ne? Genau. Ja. Das sehe ich jetzt hier gerade nicht, weil ich schon gekämpft habe.
Also das heißt dann aber für mich jetzt auch zum Lerneffekt für die Zukunft, gegen so eine Truppe mit so vielen leichten Einheiten wahrscheinlich weniger Armbrustschützen mitnehmen. Weil, was sollen die groß bewirken? Bei Teilgepanzerten ein bisschen was, aber ansonsten hast du ja nicht so viel gepanzertes Zeug überhaupt. Hast genau, ja keine Sergeants oder so. Ja, die Adelskavallerie wäre da. Die sind auf jeden Fall gepanzert. Genau, also vielleicht kann man eine berittene Armbrustschützeneinheit argumentieren oder sowas, ne? Aber so großartig 3, 4, 5 Armbrustschützeneinheiten, wie ich sie jetzt, weiß ich wie viel, aufs Feld geführt habe, das wäre wahrscheinlich Overkill. Das ist schon mal ungünstig. Okay. Weil die im Endeffekt jetzt quasi Schadensmalus die ganze Zeit bekommen, ne? Weil ich ja kaum Ziele habe, die irgendwie mit großer Panzerung jetzt eine besondere Wirksamkeit herstellen würden. Okay, genau, dann gehen wir mal wieder. Alles klar, das wollte ich nämlich mal. Das sind ja so Sachen, daraus kann man ja wieder schon eine Menge lernen, finde ich. Allein was so Aufstellung angeht, ne? Deswegen stimmt dieser Schachvergleich auch, finde ich, oder passt ganz gut. Weil solche Sachen muss man quasi schon bei der Aufstellung berücksichtigen. Ist natürlich jetzt, ohne es gespielt zu haben, schwierig am Anfang, aber das finde ich bei dem Spiel super spannend auch. So, da kommen die Cavalryxten. Ja, die hatten sich zurückfallen lassen, sind zermürbt. Zermürbt auch die. Tülülüt, 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 da hört man die Pfeile fliegen. Standgehalten. Deswegen hast du jetzt auch die Bogenschützen angegriffen, weil du quasi auch weißt, dass die Armbrustschützen sowieso keine große, übergroße Gefahr darstellen. Sind so, die Bogenschützen zu schwächen wichtiger, ne? Weil die Bogenschützen eben nicht gepanzert sind, ne? Also ja, genau. Die Armbrustschützen sind zumindest geschützt. Ja. Da kannst du also nicht viel machen, ne? Okay. Ja. Okay. So, Thürö, Benjamin Blümchen. Nee, das war was anderes. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier machen. Die Kavallerie ist teilweise gepanzert. Das ist Adelskavallerie ist hier hinten. Alles klar. Der kann immer nur einen schräg nach vorne gehen. Alles klar. Den kriegen wir also auch nur hin. Der könnte jetzt drehen und schießen oder hierhin schießen, aber das macht jetzt eh nicht mehr viel, weil der zermürbt und geschwächt ist ohne Ende. Alles klar. Die würden sich wieder zurückfallen lassen, nicht? Ja. Ich das richtig sehe. Okay. Ich würde den Ritter jetzt vielleicht zu meiner Hauptlinie rüberdrehen, nach links. Den Ritter hier, den Anführerritter. Nee, den, der da rechts steht. Den rüberdrehen. Genau, nach links drehen. Aha. Weil, also selbst wenn meine Kavallerie dann da noch steht, die leichten Reiter. Wahrscheinlich, dass du dann auf die nächste Folgeangriff machst und dann eventuell sogar auf die. Ach so, wenn die da in der Reihe stehen, da hintereinander, ne? Hm. Ja. Von der Richtung aus, okay. Quasi in der nächsten Runde. So. Ihr könnt immerhin drehen und schießen. Hallöchen. Block. Bringt aber auch nicht viel. Und mit den Rittern wollen wir die ja nicht wegholen. Die können wir nicht mehr eingreifen, die auch nicht sowieso, weil die zu weit im Winkel gedreht werden müssten. Das geht auch nicht. Du könntest sie halt direkt vor meine Reiterei da stellen, ne? Also, dann komme ich da. Ja, ja, genau, das überlege ich gerade. Wäre jetzt so das Sinnvollste, glaube ich, an der Stelle. Das andere ist jetzt auch irgendwie käsig. So. Ja, das waren die Armbrust, das waren die Bogenschützen.
Ja, aber auf die Leichten ist ja Quatsch. Die sind teilweise gepanzert, also machen die bei denen mehr Schaden, logischerweise. Also machen wir das mal so. Ja. Und dann kriegen wir mit denen natürlich nichts mehr hin, das ist klar. Also das Ding, das war wirklich völlig daneben hier. Das war für die Katz die ganze Aufstellung schon. Ziemlich für die Katz, weil ich kann jetzt hier gegen diese ganzen Einheiten nichts unternehmen, weil die hier rumstehen. Ja, könnte denen noch ordentlich Schaden machen, 4 bis 16. Da ist überall der gleiche Schaden. Ja, im Nahkampf sind sie gar nicht so schlecht, ne? Wenn sie geschützt sind und Schwerter haben. Zumindest die Hälfte von ihnen. Hm. Ach, jetzt habe ich aber meinen Zug verbraucht durch das Schießen. Das war jetzt dumm. Genau. Naja, gut. Ja, dann hauen wir einfach mal drauf mit denen. Weichen sie aus. Dann steht man mit denen zusammen. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Die sind sowieso doomed eigentlich jetzt schon, die meisten davon. Also rechne ich jetzt mal nicht mit großen Erfolgen da bei denen. Ah, sie stehen ja nur gegen irreguläre Fußtruppen. Also. Ja. Da musst du dir auch nicht ganz so große Sorgen machen. Die sind im Kontakt zwar okay, aber im Nahkampf dann deutlich unterlegen. Okay. So, die kommen dahin, die kommen dahin. Schaffen wir das mal ein bisschen rum. So, die müssen sich sowieso zurückfallen lassen, weil die nichts anderes mehr können. Mach das mal bitte. Ja, tschüss, auf Wiedersehen. Das war aber klar, das ist auch wurscht. Die waren eh weg. Also schmeißen wir sie auch weg. Das ist dann relativ egal. Die können noch hierhin mit vorziehen. Ja, und jetzt geht's um die Ritterwurst hier. Die Frage, wie man den Angriff macht. Die Kavallerie ist ja immerhin ein bisschen nahkampftauglich. Die Abgesessene. Die würden ja eh ausweichen hier. Und die wiederum nicht, ne? Ja. Genau. Mal hier einen Kontakt standgehalten. Zurückfallen lassen. Okay. Probieren wir das hier mal bei denen. Standgehalten. Alles klar. Die sind jetzt im Nahkampf. Die sind jetzt drin geblieben, weil die Nahkampfchancen auch sehr gut sind. Okay. Die würden nur zurückfallen, wenn die Nahkampfchancen jetzt ausgeglichen oder negativ sind. Okay, und die. Ah, die. Interessant. Und dann laufen die hier zu den Bogenschützen direkt nebenan und zu den ganzen Fußtruppen, die hier stehen. Das ist ja interesting. Wirklich interessant. Krass. Das kann man natürlich auch alles vorhersehen oder, naja, grob einplanen. Naja, so grob, ja. So ganz grob, ne? So, die gehen jetzt hier auf die Flanke. Das heißt, hier ist auch nicht mehr viel zu holen gleich für die. Oh, aber die wurden geschwächt. Ui. Das ist ja unglücklich für mich. Und dann kann ich mich hier drehen. Nice. Okay. Ach so, weil ich mich drehen muss, habe ich dann hier schon 16 verbraucht. Das heißt, da kann ich auch nicht mehr schießen danach, ne? Wenn die 16 von 16 verbraucht haben. Schießen müsste, glaube ich, noch gehen. Okay, ja, dann könnte man ja. Naja, ist halt die Frage, ob man die Leichten da anballern will. Mit 5 Munitionsrunden Reste. Andererseits sind die halt schon geschwächt, ne? Jo. Oder mache ich das nicht und gehe. Naja, auf die Kavallerie, das ist ja sowieso Jokus. Das ist ja eh Quatsch. Nee, ich glaube, ich mache das mal. Hallo. Naja, das war enttäuschend. Nur 2, das war aber anders vorhergesagt. Bis zu 4 und jetzt ist 2. Naja gut, von 0 bis 4 ist ja 2 genau die Mitte. Passt schon. So, der kann auch noch einen nach vorne. Die können alle nix. Die habe ich mir so ein bisschen blockiert hier. Die können auch nicht mehr. Da sind die Leute doomed. Und dann kommt hier der Standartenwagen. Das wird auch noch spannend. Naja, beziehungsweise bis der mal da ist, sind die Reiter wieder nicht mehr da. Okay, ich glaube, das ist es aber derzeit schon. Die können sich nur zurückfallen lassen. Das ist aber Käse.
Geschossen habe ich auch. Okay, dann beenden wir den Zug. Und ich würde sagen, auch meine aktuelle Folge für die YouTube-Zuschauer. Wir sehen uns dann in der nächsten. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.